zeige ich euch, wie man einem Hund Tod beibringt. Grundvoraussetzung ist das Platz. So. Das erste Verfahren ist im Prinzip wie die Rolle, aber halt nur halb. Man führt das Leckerli über den Kopf, bloß dass man dann, wenn der Hund auf der Seite liegt, nicht weiterführt, sondern hier an den Boden hält. Dann gibt man es, streichelt den Hund, dass er etwas entspannt, diskutiert. Und wenn er entspannt liegt, sagt man den Befehl. In meinem Fall ist das Fall um, ist der Befehl zum Umfallen und zum Liegenbleiben ist es tot, also tot. Tod? Nein! Man belohnt wieder, wenn es einem gefällt, wenn es genauso sein soll und sagt den Befehl, wenn er es ausführt. Fall um. Tod? Tod? Fein! Wie immer überlegt man sich vorher Handzeichen. Mein Handzeichen für Fall um ist so eine halbe Schlaufe. Fall um. Fall um. Tod ist für mich so der Springer. Wenn sie aufhören soll, tot zu machen, mache ich einfach super, super, super. Aber für euch heißt es dann immer hier rüberführen, wenn sie rollt, runter und tot. Tot. So ist fein. Tot. Super. Wie bei jedem Kunststück macht man es erst noch nicht so lange. Hallo? Tot. Man hört schnell wieder auf. Aber mit der Zeit kann man dann ablegen. Ablegen. Hallo? Tot. Tot. Super. Die Zeit immer länger werden lassen. Am Ende kann man als Auflockerung noch ein kleines Kunststückchen machen. Anders.